Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen HR-Talk zwischen der Hypo-Vereinsbank und dem FC Bayern München. Heute soll sich's drehen so ein wenig um Teamgeist und Zusammenhalt, das Ganze in Bezug auf die Corona-Krise. Also ein Thema, das die Unternehmen sehr beschäftigt hat in letzter Zeit, das sie vor große Herausforderungen gestellt hat. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich zwei absolute Experten an meiner Seite habe, mit denen ich sprechen kann über ihre Erfahrungen, über das, was sich vielleicht auch verändert hat in ihren Unternehmen. Zum einen Dr. Christoph Auerbach, ich sage hallo und herzlich willkommen von der Hypo-Vereinsbank. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Morgen. Und er ist der Gast, weil der andere hat ein kleines Heimspiel, wie wir sehen können. Michael Gerlinger vom FC Bayern München, hallo und herzlich willkommen. Hallo, servus. Und um es euch allen da draußen ein bisschen einfacher zu machen, sage ich auch und es mir selbst auch ein bisschen einfacher zu machen, die beiden sollen sich doch gerne nochmal selbst vorstellen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, wie das heute so ist. Christoph, einmal kurz deine Vorstellung. Sehr gern. Ja, ich bin Christoph Auerbach. Ich bin der Personalchef der Hypo-Vereinsbank. Das heißt, ich kümmere mich um alles mit meinem Team, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so umtreibt. Einstellungen, Aus- und Weiterbildung bis hin zur Gehaltsabrechnung ist alles mit dabei. Ich bin 42 Jahre alt, stolzer Vater von zwei kleinen Töchtern, bin ursprünglich aus Mainz am Rhein, aber schon lang genug in München, um mich nicht nur über den Nicht-Abstieg des FSV Mainz 05 zu freuen, sondern auch über die Nummer 8 beim FC Bayern. Wunderbar, und dann wollen wir auch noch mal nachhören bei Michael Gerlinger. Michael, wie sieht das bei dir aus? Ja, Michael Gerlinger, ich bin anders als Christoph kein richtiger HR-Spezialist, sondern irgendwie einmal dazu gekommen, nämlich als Direktor Recht angefangen, dann um den Bereich Personal erweitert, auch institutionelle Beziehungen und Compliance. Kümmere mich also um sehr viele Bereiche und der HR-Bereich ist einer, der mir sehr am Herzen liegt und der auch sich sehr verändert hat in den letzten Jahren. Deshalb freue ich mich sehr auf diesen Talk heute, wird sicherlich sehr spannend werden. Und ja, ich bin, habe ich gemerkt, etwas älter, 47 Jahre, seit 15 Jahren beim FC Bayern und habe drei wilde Jungs hier um die Ecke, die nach der Corona-Zeit, glaube ich, auch etwas mehr Auslauf brauchen. Wunderbar, also zwei absolute Experten. Dann wollen wir gleich reinsteigen ins erste Thema und uns ein bisschen kümmern um das Thema Teamgeist und fragen gleich nach bei dir. Christoph, was siehst du denn als große Herausforderung, dass es im Gesamten gut funktioniert, dass die verschiedenen Unternehmensbereiche gut miteinander arbeiten? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal natürlich die Aufstellung der Mannschaft. Also was brauchst du für Skills, an welcher Stelle? Wer muss wo eingesetzt werden, damit es dann in Summe gut passt? Und da macht es natürlich einen großen Unterschied, ob du jetzt jemanden suchst bei uns in der Bank, der beispielsweise im Vertrieb tätig ist oder jemanden, der ein IT-Spezialist sein soll. Also insofern kommt es schon einmal auf die individuellen Skills an und die Leute dann dort passend einzusetzen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich dann auch, wie interagiert man, wie arbeitet man zusammen. Einer unserer ganz wichtigen Unternehmenswerte ist das, was wir Cooperation und Synergies nennen. Also gerade das in unsere DNA mit reinzupacken, zu sagen, man soll eben über den Tellerrand hinausschauen, man soll aktiv Wissen teilen, sich einbringen, weil wir wissen, das, was wir machen wollen für unsere Kunden, das kann nur gut funktionieren, wenn wir eng zusammenarbeiten. Ganz alleine kriegt man das nicht wirklich transportiert. So, also die Sichtweise bei der HVB, beim FC Bayern München, kann man da in diesem Bereich auch ein bisschen was aus dem Teamsport nach oben transportieren, ein bisschen was mitnehmen? Ja, sicherlich. Also wir haben schon eine relativ spezielle Anforderung bei uns und auch eine Challenge, da wir seit etwa 2010, würde ich sagen, in einem Transformationsprozess sind von einem Fußballverein im altmodischen Sinne in ein modernes Unternehmen. Und wir haben immer diese beiden Aspekte. Einmal dieses Verständnis für Fußball, dieses Teambewusstsein, der Erfolg ist unser Ziel. Das ist ja beim FC Bayern ganz wichtig und auch, glaube ich, sehr stark in unserer DNA verankert, dass wir eben diese Leistung bringen wollen, den Erfolg bringen wollen. Andererseits moderne Talente zum FC Bayern zu bringen, die sich gerade in den Bereichen, die Christoph angesprochen hat, IT zum Beispiel, besonders gut auskennen. Das sind einfach Menschen, die für uns einen Mehrwert jetzt bringen, den wir früher nicht hatten, Dinge wissen, die wir nicht kannten. Und das zu vereinen, das ist, glaube ich, das, was wir jetzt beim FC Bayern als größte Challenge gerade im HR-Bereich haben. Was sind da deine Erfolgsfaktoren, dass das klappt mit der Siegermentalität, wie du gerade schon angesprochen hast, die beim FC Bayern immer auch sehr, sehr hoch hängt?
Also man merkt es ja in den Gesprächen auch mit den Bewerbern, aber auch mit den Teams selber, wie die Leute ticken und ob du jetzt jemanden hast, der beides versteht. Ja. Also du brauchst natürlich nicht unbedingt nur Menschen, die, sagen wir mal, jetzt bei uns im Unternehmen Dinge abarbeiten, vielleicht eine hohe Kompetenz haben, aber denen das im Prinzip auch wurscht ist, was dann am Ende von der Saison passiert. Sondern schon Menschen, die genau wissen, was ist eigentlich unser Ziel in unserem Verein und warum machen wir das alles. Wir machen das deswegen, weil wir am Ende einen Pokal oder eine Schale mehr haben wollen als andere. Und wer dieses Unternehmensziel im Kopf hat und dabei dann eben auch noch modern arbeitet, der ist für uns eigentlich der geeignete Kandidat. Ist das auch etwas, was sich in euren Bereich übertragen lässt, so übernehmen lässt? Absolut. Ich glaube, genau wie der Michael gesagt hat, das Thema Ziele ist wahnsinnig wichtig. Was machen wir? Und dann aber auch das Warum. Also sozusagen über das reine Ziel hinaus, sich die Frage zu stellen, warum gehen wir jeden Tag zusammen in die Bank und was ist das, was wir dort und warum bauen wir da was zusammen für unsere Kundenlösungen? Wir merken das gerade momentan sehr intensiv jetzt auch in der Corona-Zeit, wo natürlich viele Unternehmenskunden uns fragen, wie gehe ich jetzt damit um, wie komme ich da durch, was ist der richtige Unternehmensmix, oder auch Privatkunden sich die Frage stellen, wie lege ich mein Geld an, soll ich jetzt die Immobilienfinanzierung noch machen oder nicht? Und darauf die Antwort zu geben, da Teil der Lösung zu sein, ganz eng am Kunden dran zu sein, ich glaube, das ist unser Warum und das ist das, was dann wahnsinnig stark motiviert und der Mannschaft auch irre viel Spaß macht und super viel Energie in das Unternehmen reinbringt. Du hast vorhin schon angesprochen, dass man in den verschiedenen Bereichen die Experten braucht. Wie sieht es mit den verschiedenen Generationen aus? Jüngere, ältere Mitarbeiter? Was muss man da tun, um das gut miteinander vereinen zu können? Ich glaube, insgesamt sprechen wir ja viel über das Thema Diversität. Und das hat natürlich einmal die Alterskomponente, aber es hat ja auch ganz viele andere Komponenten, weil wir sind fest davon überzeugt, dass das Talent gibt es überall. Und wenn man immer nur auf sozusagen das eine und das Gleiche und das Homogene setzt, dann lässt man ganz viel außen vor. Und deswegen ist es uns halt ganz wichtig zu mischen. Wir leben von der Vielfalt. Und das heißt natürlich, solche Teams möglichst, wie man im HR-Deutsch sagt, divers zusammenzustellen und dann bewusst zu mischen. Jüngere und erfahrenere Kollegen, unterschiedlich die Geschlechter, unterschiedlicher Hintergrund, unterschiedliche Ausbildung, weil nur so entsteht dann ein Team, was auch verschiedene Blickwinkel mit einbringen kann und dann in Summe eben die beste Lösung dann erarbeiten kann. Vermutlich auch was für den FC Bayern genauso gilt. Auch wenn man vielleicht das Gefühl haben könnte, Sportverein, nur junge Menschen, aber ich glaube, ganz so ist es nicht. Und ja, man hat ja auch die Faktoren, dass Junge von Älteren lernen können und andersrum. Wie gestaltet sich das beim FC Bayern? Wie sieht da die Struktur aus? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Christoph gerade angesprochen hat. Also die diverse Zusammensetzung von Teams ist was, was wir in den letzten 2 Jahren ein bisschen untersucht haben. Also wir haben eine Analyse auch gemacht, wie unsere Teams zusammenarbeiten. Wir haben dabei festgestellt, dass es tatsächlich so Teams gibt, die sind mehr mit älteren, erfahrenen Mitarbeitern und Teams gibt, die sind mit sehr jungen Mitarbeitern. Und wenn die nicht miteinander sich mischen, beziehungsweise, was ein wichtiger Punkt noch ist, sich austauschen, Informationsaustausch betreiben, dann hast du natürlich 2 verschiedene Richtungen ab und zu, wo man hingeht. Also eine traditionelle Richtung, die auch sehr wichtig ist, um die DNA zu verstehen, und eine moderne Richtung. Und das muss man zusammenführen und mischen. Und wir haben jetzt in der Corona-Zeit eigentlich festgestellt, dass es dadurch sehr viel schneller zu einem Informationsaustausch gekommen ist, den wir eigentlich fördern wollten. Dadurch, dass man gezwungen war, sich in ellenlangen Videokonferenzen zusammenzusetzen und einfach mal alle Informationen, die vorhanden waren, auszutauschen. Und das hat einen sehr großen Schub erfahren in der letzten Zeit und das versuchen wir jetzt weiter aktiv zu fördern. Und ich habe in den letzten Videokonferenzen mit den Führungskräften auch darauf hingewiesen, dass dieser Austausch jetzt verstärkt stattfinden muss und nicht einschlafen darf, auch dann nach der Krisenzeit. Da können wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, werden das Thema, diese Veränderungen in der Corona-Zeit, dann auch noch mal ein bisschen konkreter besprechen. Gibt's ja Rituale, Routinen, die man hat, die man vielleicht auch vorgibt, wo man sagt, ja, damit funktioniert es, einen besseren Zusammenhalt zu schaffen innerhalb des Unternehmens? Ja, das ist ein sehr, sehr kommunikationslastiges Thema und da, denke ich, waren wir sehr schnell auf dem richtigen Weg. Wir haben von Anfang an einmal auf der Führungsebene mit Oliver Kahn an der Spitze ein Response-Team aufgestellt für die Kommunikation extern und intern. Wir haben dann daran anknüpfend auf der Führungskräfteebene wirklich am Anfang sogar tägliche Calls eingerichtet, die dann natürlich weiter gefächert wurden nach hinten raus. Aber wir haben die Informationen eben dann versucht, so breit wie möglich
an alle Mitarbeiter zu bringen. Und wir haben Videos gedreht von Vorständen an die Mitarbeiter, wo einfach dieser Informationsaustausch, der gefühlt schwieriger war, dann sehr viel stärker war als vor der Krise. Weil man gedacht hat, man muss jetzt sowas benutzen, man muss jetzt darauf sich festlegen. Und wir haben jetzt ein Feedback eingeholt von unseren Mitarbeitern. Das war überwältigend positiv und jeder war extrem froh, wie die Kommunikation gelaufen ist. Und da müssen wir natürlich jetzt dann auch drauf aufbauen und nicht wieder alles einschlafen lassen. Gibt es ähnliche Mechanismen, ähnliche Vorgehensweisen bei euch auch im Unternehmen? Ihr seid weltweit sehr, sehr groß. Ein bisschen schwieriger wahrscheinlich dieses Thema. Ja und nein. Also bei uns gibt es so das starke Mantra, wir sind ja als Hypovereinsbank Teil der UniCredit-Gruppe, integraler Bestandteil. Und bei uns gibt es immer so das Mantra, was einem begegnet, das heißt One Bank, One UniCredit. Und das ist so ein Slogan, so ein Credo, den wir verwenden, wenn wir zusammenarbeiten, cross-divisional oder auch über die Ländergrenzen hinweg in Projekten, wenn sich Teams formieren, die zusammen eine Lösung bauen für den Kunden. Und das ist so das, wo wir uns dann über das Thema Kommunikation, wie der Michael gesagt hat, immer wieder mit diesem Credo auch drauf einschwören, dass wir sozusagen ein schlagkräftiges Team sind und uns eben als ein Team fühlen und verstehen. Und ich glaube, das Zweite, was noch dazu kommt, was sehr stark dieses Zusammengehörigkeitsgefühl prägt, ist dann das Thema Erfolge halt auch ausreichend miteinander zu feiern. Wenn man einen Pitch gewinnt, wenn ein Projekt irgendwie erfolgreich umgesetzt wird, dann eben nicht nur dann hinzuschauen, wenn die Dinge mal nicht so gut laufen, auch das ist wichtig, sondern sich sozusagen die Zeit zu nehmen, als Team das zusammen zu feiern. Und feiern, das macht ja immer Spaß, auch wenn man zum 8. Mal in Folge feiert, glaube ich, macht es noch Spaß. Und so ist es bei uns, bei unseren Projekten auch. Also insofern ist das was ganz Wichtiges, Erfolge feiern. Für Erfolge braucht man gute Mitarbeiter. Wie gelingt es bei euch, dass man diese guten Mitarbeiter hält, auch längerfristig hält und es auch schafft, sie gut zu integrieren von Beginn an? Erstmal muss man natürlich die richtigen Leute auswählen in der Selektion und finden. Wir bekommen Jahr für Jahr Zehntausende von Bewerbungen, aber auch das ist kein Selbstläufer. Wir wissen, der Kampf um die besten Köpfe, um die Talente da draußen ist hart und deswegen müssen wir uns anstrengen und tun sehr viel dafür, uns zu positionieren, online, offline, in allen Kanälen, um sichtbar zu sein, um präsent zu sein und auch zu zeigen, was bieten wir alles an. Und dann genau wie du sagst, dann ist das natürlich erst der Startschuss. Wir haben einen sehr strukturierten Onboarding-Plan. Wie bringen wir Mitarbeiter ins Unternehmen rein? Wie stellen wir sicher, dass wir schnell eine fachliche Vertiefung und Qualifikation einerseits hinbekommen und auf der anderen Seite auch die Möglichkeit bieten, links und rechts zu gucken. Wir sind eine sehr große Organisation und es ist unglaublich wichtig, dass man von Anfang an ein Verständnis entwickelt, was passiert in der Bank eben über meinen Aufgaben- und Verantwortungsbereich hinaus. Und da gibt es ganz strukturierte Ausbildungsprogramme und Stationen, die man durchläuft, sei es in einem Trainee-Programm, sei es aber auch, wenn man sozusagen fest bei uns dann einsteigt, schon als berufserfahrener Mitarbeiter. Jetzt hören wir, dass es bei der HVB da auch Bemühungen geben muss von sich aus, die besten Leute zu bekommen, wird beim FC Bayern wahrscheinlich nicht anders sein. Und trotzdem hat man das Gefühl, der FC Bayern, dieser Name, der zieht schon von alleine. Ist das so oder muss man auch beim FC Bayern sehr, sehr bemüht sein, um die besten Leute in den einzelnen Bereichen zu bekommen? Das ist durchaus nicht so einfach, wie man denkt. Also als ich angefangen habe, weiß ich noch, da haben wir darüber gesprochen, ob wir mal Stellenausschreibungen auch online stellen oder nach außen geben. Und wir haben uns gesagt zu der Zeit, das machen wir lieber nicht, weil dann werden wir überschüttet. Wir haben einen ständigen hohen Anteil gehabt von Initiativbewerbungen, einfach weil die Leute zum FC Bayern wollten. Und haben gedacht, wenn wir jetzt online stellen, dann werden wir überschüttet, das können wir gar nicht handeln. Inzwischen machen wir das. Wir machen das deswegen, weil wir jetzt wirklich auch die Message nach außen geben in unseren Stellenausschreibungen. Es geht jetzt nicht darum, irgendeinen Job beim FC Bayern zu haben, sondern wir suchen wirklich Professionals für einen bestimmten Job, der Kompetenz braucht und der Commitment braucht. Und wir wollen gerade nicht, dass jemand, der unheimlich viele interessante Kompetenzen hat, dann irgendwie nur einen kleinen Teil abdeckt, nur damit er beim FC Bayern ist. Dieses Risiko gibt es. Auf der anderen Seite ist es dann auch schwierig, diejenigen herauszufiltern, die wirklich die Kompetenz dann haben, die wir gerade suchen, weil natürlich jeder sich in erster Linie als FC Bayern-Fan darstellt. Und diese Bewerbungsgespräche, die sind dann schon relativ schwierig, sagen wir mal, dann ein bisschen tiefer reinzugraben. Aber es ist natürlich gerade in
bestimmten Bereichen für uns auch nicht so einfach, wirklich die Leute zu bekommen oder so viele Leute zu bekommen, wie wir wollen. IT ist so einer, wo einfach der Markt so umkämpft ist, ja, dass auch der FC Bayern sich anstrengen muss, um die Leute zu überzeugen. Und wir brauchen auch für diese Menschen und gerade für die jüngere Generation Perspektive und Entwicklungsaussichten. Und haben uns auch im HR umgestellt und haben jetzt auch Talent Management als einen wichtigen Punkt bei uns überhaupt erst eingeführt, um zu schauen, wo können wir denn die Leute hinentwickeln? Weil wir sind jetzt nicht wie bei Christoph ein Unternehmen, das sicherlich mehr Chancen hat, die Leute woanders hinzuentwickeln. Wir sind ein kleiner Mittelständler eigentlich ja noch. Und da ist der Karriereweg relativ schnell an irgendeinem Deckel angekommen. Und da muss ich schauen, welche Perspektive ich solchen Leuten überhaupt bieten kann. Das ist nicht ganz so einfach. Auch ein Thema, das wir im Laufe dieses Talks noch mal ein bisschen vertiefen werden. Was sind denn dann die Top 3 Argumente, die ihr bringen könnt, um jemanden zu überzeugen, beim FC Bayern anzufangen? Also mein persönliches Hauptargument ist immer, wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, von dem ich merke, dass er eine emotionale Bindung auch zu unserem Verein hat, dass diese Arbeit ihn erfüllen kann, inhaltlich und emotional eben auch dann bindet. Weil warum will ich zum FC Bayern wechseln und vielleicht nicht einen anderen Job nehmen? Weil mir das mehr Spaß macht, in so einem Umfeld zu arbeiten. Und es ist tatsächlich so, ich kann es mir selber kaum vorstellen, woanders zu arbeiten, weil es einfach sehr viel Spaß macht, in so einem Umfeld so ein Ziel vor Augen, Jahr für Jahr zu arbeiten, immer mehr zu gewinnen und auch vielleicht mal wieder die Champions League zu gewinnen. Das treibt einen auch nach 15, 20 Jahren noch an. Und wenn du da ein Faible für hast, dann ist das was dich erfüllt und was für dich dann was anderes ist, als zu einem anderen Unternehmen zu gehen. Die üblichen Punkte wie wir zahlen pünktlich und wir haben tolle soziale Leistungen, selbstverständlich. Aber ich denke, dieser emotionale Punkt ist immer noch bei uns der wichtigste. Also ein bisschen die emotionale Schiene beim FC Bayern. Wie sieht das bei der HVB aus? Ja, wir versuchen auch, die emotionale Schiene stärker rüberzubringen. Also ich glaube, Grundvoraussetzung ist natürlich schon, dass du sagst, ich interessiere mich für Finanzdienstleistungsprodukte, ich interessiere mich für Finanzen und Banking. Das ist ja irgendwie klar, das steht vor der Klammer. Das Zweite, was wir bieten können, ist zu sagen, du bist Teil von einem internationalen, globalen Unternehmen, was natürlich wahnsinnige Entwicklungsperspektiven bietet für die Karriere, sowohl hier an dem Standort München oder in Deutschland, wo wir sind, als auch darüber hinaus. Aber ich glaube auch, und da ist es vielleicht leichter für einen FC Bayern, der emotional schon so viele Menschen begeistert, was jetzt eine Bank vielleicht nur in geringerem Umfang erstmal macht. Wie bringen wir rüber in unserem Außenauftritt, auch in den Gesprächen mit unseren Kandidaten, was wir für eine tolle Kultur haben, wie unser Laden tickt, was man bei uns lernen kann, aber dass es halt auch wirklich einfach Spaß macht, bei uns zu sein. Wahrscheinlich haben wir da eine Schippe mehr draufzulegen, um dann das zu schaffen, was der Michael an Zulauf automatisch bekommt, durch diese hohe Emotionalität mit dem Thema Fußball.